angepasste Athleten, das beobachtet auch Marc Warnecke. Der ehemalige Weltrekordschwimmer beklagt, selbstmündige Trainer seien unerwünscht. Das große Problem, so wie es jetzt läuft, ist ja das, dass wenn ein Trainer es wagt, quer zu denken oder individuell zu arbeiten, fällt er ja schon negativ auf. Wenn das mal nicht funktionieren sollte, bin ich als Trainer sofort weg. Hinzu kommt, Nachwuchstrainer verdienen selten mehr als 2.500 Euro brutto im Monat, müssen dafür 50 bis 60 Wochenstunden arbeiten unter großem Erfolgsdruck. Diesen Druck spürt auch Nicole Endruschat, Trainerin am Olympiastützpunkt Essen. Sie muss regelmäßig Ergebnisse liefern, sonst wird ihr kurzfristiger Vertrag nicht verlängert, ob das in den Trainingsplanungen passt oder nicht. Wenn ich jetzt weiß, ich habe lange Zeit, um wirklich erfolgreich zu arbeiten, dann kann ich vielleicht ganz anders arbeiten. Dann kann ich ein bisschen langfristiger denken, dann kann ich die Sportler so aufbauen, dass ich mir sicher bin, sie sind auch nicht nur jetzt in ein, zwei Jahren schnell, wenn ich beurteilt werde, sondern sind auch darüber hinaus gut. Ich kann sie vorbereiten und dann gut vorbereiten in die Spitze abgeben, damit da dann das Optimale rausgeholt wird. Da steht man natürlich schon immer so ein bisschen unter Druck.